Den ersten Vortrag an diesem Panel wird Frau Professor Busch halten. Sie war Professorin an der Universität Wien, wurde 2009 in das Expertenkomitee des Europarates für die Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten berufen, in dem sie jahrelang als österreichische Vertreterin gewirkt hat. Sie hat eine Forschungs- und Lehrtätigkeit ausgeübt an der Universität Wien, aber auch der Universität Klagenfurt und der University of Cape Town. Sie hatte zahlreiche Gastprofessoren inne. Ich nenne nur die Donau-Universität Krems, die Pädagogische Hochschule Wien oder die Universität Straßburg, an der sie gelehrt hat. Sie hat sich 2004 habilitiert mit einer Schrift zu Sprachen im Disput, eine sprachpolitische Studie zu Medien in mehrsprachigen Gesellschaften. Sie hat davor promoviert zu einer Dissertation zu den slowenischen Medien in Kärnten. Sie war auch selbst lange Jahre als Journalistin tätig und hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Also eigentlich viele Themenfelder, die Minderheiten, Identitäten in der Region betreffen und wo wir aus ihrer Expertise schöpfen und von ihrer Expertise profitieren können, im Bereich Medien, im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich der regionalen Vielfalt, aber natürlich auch anhand ihrer vielfältigen Engagements im Rahmen des Europarates. Frau Professor, ich bitte um Ihren Vortrag zum Thema Open Access zum Recht auf Sprache. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen hier sein kann. Bin mir sehr bewusst, dass es schon eine sehr vorgerückte Stunde ist. Und Petra und ich, wir haben ausgemacht, dass wir unsere Referate ein bisschen komprimieren werden, damit es nicht ewig dauert. Und auch damit wir Redundanzen vermeiden. Ja, also anfangen möchte ich damit, dass vor mehr als 30 Jahren das österreichische Verfassungsgericht eine mutige Entscheidung gefällt hat, nämlich es hat gesagt, dass in Klagenfurt eine öffentliche zweisprachige Volksschule einzurichten sei. Das war insofern mutig, als Klagenfurt außerhalb des nach dem Zweiten Weltkrieg definierten Geltungsbereichs für die Minderheitenschule war. Und dieses Erkenntnis hat gezeigt, dass es eigentlich eine Anerkennung der demografischen Verschiebungen bedeutet, nämlich dass anerkannt wird, dass Angehörige der slowenischen Minderheit, wie es damals geheißen hat, nach Klagenfurt gezogen sind und dass Klagenfurt für viele den Lebensmittelpunkt darstellt. Und dass der Verfassungsgerichtshof hat damals klar gezeigt, eine flexible Handhabung des traditionellen Territorialitätsprinzips. Das war vor 30 Jahren. Ich denke, dass es Zeit wäre für neue mutige Entscheidungen, weil wir neuen Entwicklungen Rechnung tragen müssen. Das eine ist, dass wir eigentlich immer wieder von einer größeren gesellschaftlichen Diversität sprechen. Und ich habe vorher aufgeschnappt, die OGM-Studie wurde bereits mehrmals zitiert. Und wir sehen deutlich aus den Bevölkerungsstatistiken, dass auch in überwiegend ländlichen Regionen eine Diversifizierung der Bevölkerung, eine Diversifizierung der Sprachen stattgefunden hat. Es gibt eine zunehmende Mobilität in Richtung größerer Zentren wie in Graz, bildungsbedingt oder karrierebedingt. Oft ist es eine temporäre Mobilität. Menschen haben den Wunsch, zurückzukehren, haben auch den Wunsch, gleichzeitig slowenischsprachige Netze zu erhalten. Es gibt eine Zuwanderung aus Slowenien ins zweisprachige Gebiet. Wir haben schon öfter gehört im Rahmen der Konferenz jetzt von einer größeren Bereitschaft, auch Slowenisch zu lernen. Insgesamt würde ich sagen, befinden wir uns ganz klar in einer Situation, die man als Situation sprachlicher Revitalisierung bezeichnen könnte. Es gibt viele Bestrebungen, die darauf hindeuten, dass einem etwas liegt am Erhalt des Slowenischen in Kärnten. Und ich denke, es wäre an der Zeit, eine Politik zu konzipieren, die diese Revitalisierungsbestrebungen tatkräftigst unterstützt.
Ich will versuchen, ein paar Dinge dazu aufzuzeigen. Wir haben uns, also im Zugang zu Sprachenrechten gibt es sozusagen zwei Tendenzen, nämlich der Schutz der Sprache als Objekt, als kulturelles Erbe, oft verbunden mit dem Territorialprinzip. Das dominiert in der, wie eben vorher gezeigt, in der Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen. Wir haben den anderen Zugang in der Rahmenkonvention, wo wir von personenbezogenen Rechten ausgehen. Rechte, die ausgeübt werden in Gemeinschaft mit anderen und wo ein wichtiges Grundprinzip die freie Entscheidung über Inanspruchnahme und Nicht-Inanspruchnahme von Minderheitenrechten ist. Ich sehe in den beiden Zugängen keinen Widerspruch, sondern ich sehe eine Komplementarität. Für mich bedeutet zum Beispiel, wenn ich an Revitalisierung jetzt denke, bedeutet das Territoriale, die Wichtigkeit und Notwendigkeit anzuerkennen, dass das das angestammte Siedlungsgebiet war. Egal, wie es heute ist, wie viele Menschen in dem Gebiet noch Slowenisch im Alltag sprechen oder nicht, ist das ein Gebiet, das in eine Revitalisierung einbezogen gehört. Genauso wie wir es in der Rahmenkonvention handhaben, dass wir sagen, Rechte sind dort zu gewähren, wo eine substanzielle Zahl von Sprecherinnen ist. Und das heißt, wir möchten dort, dass Minderheitenrechte zugänglich sind. Im Fall von Kärnten und wenn wir Revitalisierung und temporäre Mobilität ernst nehmen, dann möchten wir diese Möglichkeiten auch wissen, garantiert Wissen für die größeren Zentren, in die Wanderung besteht, wie Wien oder Graz. Ich werde aber jetzt nicht weiter auf das Territoriale eingehen und nicht weiter auf die Charta eingehen. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich möchte jetzt auf den thematischen Kommentar zu Sprachenrechten eingehen, den wir gemeinsam verfasst haben, im Rahmen der Aktivitäten für die Rahmenkonvention. Und ich würde den allen ans Herz legen als Lektüre, leicht zu finden und wirklich spannend, weil wir damals vor mittlerweile auch schon wieder 10 Jahren versucht haben, in einer modernen Art zu fassen, was sprachliche Rechte bedeuten können. Wir haben das unter 3 große Überschriften gesetzt. Die erste davon war Recht auf Differenz und Anerkennung von Differenz. Das heißt, ein Abschied von der Vorstellung homogener Sprachgemeinschaften und der Vorstellung, dass jeder Mensch nur durch eine Sprache definiert wird, weil wir den Akt der freien, situationsabhängigen, multiplen Selbstidentifikation für zentral halten. Und das der nächste Punkt, der uns da wichtig ist, ist die Einbindung in temporäre, heterogene Netzwerke. Und da kommt das Konzept des sprachlichen Repertoires ins Spiel, weil wir uns eigentlich verabschieden müssen von der Dichotomie Minderheitensprache, Mehrheitensprache und anerkennen müssen, dass jeder Mensch ein sprachliches Repertoire hat, das sich entlang des Lebenswegs entwickelt und das unterschiedlichen Bedürfnissen in unterschiedlichen Momenten entspricht. Und dieses Repertoire ist etwas Dynamisches, in die Vergangenheit gerichtetes und auch in die Zukunft gerichtetes. Und es ist heute selbstverständlich, dass Teil des kommunikativen sprachlichen Repertoires in Kärnten auch Englisch ist, zum Beispiel, oder auch andere Sprachen. Und das bedeutet, dass wir auch neu denken müssen, wie Sprachunterricht aussieht, wie Schule aussieht, wenn wir von einem Repertoirekonzept abgehen. Ich denke, ein letzter Punkt ist vielleicht interessant.
ich denke, dass wir nicht mehr so einfach Abstammung als das nehmen können, was ein Zeichen der Zugehörigkeit ist, sondern dass wir gemeinsame Praktiken als Zeichen der Zugehörigkeit nehmen sollten. Wir wissen alle, die wir hier sitzen, dass die slowenisch Sprechenden in Kärnten heute sehr vielfältig sind. Wir haben, wie schon mehrmals angeklungen ist und wie Herr Kolbach sehr deutlich gezeigt hat, eine ganze Palette von Menschen, die lernen, die Dialekt sprechen, Standard sprechen, dies oder das und die sich als zweisprachig, mehrsprachig und so weiter verstehen. Und die aber eine gemeinsame Praxis haben, nämlich Slowenisch zu sprechen, wie sie es eben können, möchten und welche Performance sie drinnen haben, die zum Beispiel gemeinsam an kulturellen Aktivitäten partizipieren etc. Der zweite Punkt, die zweite große Überschrift für uns war gleicher Zugang zu Rechten und Ressourcen, trotz Differenz. Das heißt, eigentlich haben alle, die Minderheitensprachen sprechen, Erfahrungen von Ausschluss und Diskriminierung. Und unsere Aufgabe wäre es, diesen Erfahrungen entgegenzuwirken. Ich möchte dazu kurz das Konzept des Spracherlebens vorstellen. Es ist nämlich nicht nur entscheidend, was wir sagen, weil Sprache ja etwas ist, das unsere sozialen Beziehungen determiniert, sondern es ist auch ganz wichtig, wie wir uns als Sprechende wahrnehmen und spüren und wie wir wissen, von anderen wahrgenommen zu werden. Und das ist auch etwas, was nicht nur kognitiv passiert, sondern was auch emotional passiert. Die Benachteiligungen aufgrund sprachlicher Barrieren, Diskriminierungen, Verspottungen etc. ist etwas, was wehtut. Das ist nichts Neutrales, das ist kein neutrales Erleben. Und wenn wir in Richtung Revitalisierung wirken wollen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir auch auf der Ebene des Spracherlebens, dass das eine Ebene ist, die wir berücksichtigen müssen. Es wird vielleicht später noch ein bisschen klarer oder wir können das dann auch diskutieren. Vielleicht ein gutes Beispiel dafür ist die Dominanz des Deutschen in Österreich und daraus resultierende Ängste. Weil wenn wir zum Beispiel fragen, warum Kinder abgemeldet werden vom zweisprachigen Unterricht, dann ist es oft, ja, aber er tut sich schon ein bisschen schwer in der Schule und wir wollen es ihm nicht schwerer machen als unbedingt notwendig, also besser das, was nicht unbedingt notwendig ist, aufgeben. Und das sind diese subtilen Mechanismen, die weiter wirken aufgrund dieser ungleichen Machtverhältnisse oder auch aufgrund dieser Dominanzen, die man in Frage stellen muss oder denen man etwas entgegensetzen muss. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnen, das historische Trauma, das wir alle hier in Kärnten kennen, Verbot der slowenischen Sprache, Verfolgung von Personen aufgrund der slowenischen Sprache, die transgenerationelle Weitergabe von dem Trauma. Und das äußert sich so beispielsweise, dass eine zweite Generation nach der, die das unmittelbar körperlich erfahren hat, sich vom Slowenischen gesagt hat, lieber nicht das den Kindern mitgeben, es ist ein schwieriges Erbe. Und oft haben wir dann dritte oder vierte Generation, die aber wieder diese Wurzeln reaktivieren will. Und für mich war das, kann mich gut erinnern, in Klagenfurt in einer Lehrveranstaltung ein wirklicher Augenöffner, wie mir eine Studentin gesagt hat, Slowenisch ist meine Muttersprache, aber ich spreche sie nicht, deswegen lerne ich sie jetzt gerade. Und das, für mich war das wirklich ein interessantes Erlebnis, zu begreifen, wie viel Emotionales darin steckt und welche Bedeutung das historische Trauma heute noch viele Jahre danach hat.
Unser drittes großes Thema war soziale Interaktion über Differenz hinweg. Und für uns ist es wichtig zu sagen, nicht eine Integration in die Gesellschaft soll stattfinden, sondern wir müssen eine integrierte Gesellschaft schaffen. Das heißt, Minderheiten nicht in die Gesellschaft integrieren, sondern die Gesellschaft besteht aus unendlich vielen Minderheiten, setzt sie sich zusammen, oder? Was uns in dem Zusammenhang wichtig war, war die Möglichkeit, eine Stimme zu entwickeln und Achtung, die Gehör findet. Weil erst dann entwickeln wir eine Stimme, wenn sie gehört wird. Und das heißt, wir müssen sicherstellen, dass auch die Stimmen, die slowenischen Stimmen oder in slowenischer Sprache gehört werden. Das heißt, man muss die Möglichkeiten schaffen, eine Kommunikation zu etablieren, die eine, wirklich eine Kultur der Mehrsprachigkeit bedeutet. Das heißt nicht eine Kultur, wo es nicht heißt, in meiner Präsenz wird Deutsch geredet oder wo es heißt, ich wechsle zum Deutschen, weil hier können viele kein Slowenisch, sondern wir müssen in der Lage sein, rezeptive Mehrsprachigkeit und Formen zu entwickeln, die uns helfen, dass diese sprachliche Diversität auch de facto gelebt wird. Ja, Open Access zu Sprachen, ich habe jetzt echt geschrumpft, aber ich denke, es passt, weil die großen Züge sind da. Ich habe das Referat genannt Open Access zu Sprachen, und zwar Sprachen bewusst im Plural. Ich meine damit einen diskriminierungs- und barrierenfreien Zugang zu sprachlichen Ressourcen. Ich sehe Sprachen als ein öffentliches Gut. Und wenn wir zum Beispiel jetzt auch einen kurzen Blick werfen auf die Lingua Franca-Studien in der Anglistik, wo man ganz klar weggeht davon zu sagen, es gibt einen Standard oder zwei Standards oder drei oder vier und sonst nichts, wo man sagt, nein, Lingua Franca ist eine legitime Sprache. Das, was gesprochen wird in internationalen Begegnungen, ist genauso anzuerkennen wie die Standardvarietäten, die kodifiziert sind. Meiner Meinung nach befinden wir uns aktuell in einer Situation extrem raschen Wandels. Wir haben die technologischen Möglichkeiten, die ständig, mit jedem Jahr taucht Neues auf. Und ich denke, für Minderheitensprachen ist es total wichtig, wenn es um Revitalisierung geht und wenn es um Erhalt geht, dass man wirklich voll in diese technologischen Entwicklungen einsteigen kann. Ich denke hier an Übersetzungstools, KI, Lern-Apps, Korrekturprogramme auf Endgeräten, Writing-to-Speech, Speech-to-Writing. Die jüngeren Generationen sind voll fit in dem. Und ich meine, ich kann heute mit jemandem absolut in Kommunikation treten, wenn wir keine gemeinsame Sprache haben, wenn ich ein Mobiltelefon in der Tasche habe und wenn es um Sprachen geht, die in dieser technologisch determinierten Welt da sind. Ich komme darauf nachher noch mal kurz zurück. Wir haben eine größere Mobilität und, wie vorher schon ausgeführt, wechselnde Ansprüche an das eigene sprachliche Repertoire, dass der Einbindung in verschiedene temporäre Netzwerke gerecht wird, übrigens auch in virtuelle Netzwerke. In Bezug auf Minderheitensprachen bedeutet das für mich eine Investition in die technologische Entwicklung für Minderheitensprachen, eine Investition in Media und Digital Literacy als Priorität im Sprachenlernen, weniger jetzt auf die perfekte Sprachkenntnis abzielen, mehr darauf abzielen, wie beschaffe ich mir die Ressourcen, die ich brauche, die es gibt, mit denen ich interessante Resultate erzielen kann. Für mich bedeutet es einen Zugang zu Endgeräten, der das Digital Divide vermeidet. Und es bedeutet für mich eine Toleranz gegenüber Varietätenvielfalt.
Die Akzente von Lernerinnen und Lernern sind sehr akzeptabel. Das sind Sprachen im in the making und das ist nichts, was über das man die Nase rümpfen sollte, sondern im Gegenteil etwas, was man anerkennen sollte als eine absolut akzeptable Varietät oder Varietätenvielfalt. Genauso wie es eine Englisch-Lingua Franca gibt, gibt es eine Slowenisch-Lingua Franca, eine Deutsch-Lingua Franca und man muss sich durchringen, dazu zu stehen. Auch Minderheitensprachen können als Lingua Franca funktionieren. Ich habe hier noch kurz skizziert Bedingungen für Spracherhalt und Revitalisierung. Ich will da nur zusätzlich noch herausgreifen, dass es mir total notwendig scheint, ein Sprachkompetenzzentrum aufzubauen, das zum Beispiel an der Universität angesiedelt sein könnte, wo man Terminologieentwicklung macht. Die Terminologieentwicklung aus Ljubljana reicht in Kärnten nicht, weil wir brauchen Terminologie für österreichische Administration, für das österreichische Recht, für die österreichische Politik. Das ist notwendig für Journalistinnen, für Lehrerinnen, aber auch für Einzelpersonen, die Aktivitäten in den Medien und in der Öffentlichkeit setzen. Wir brauchen die Möglichkeit für eine Beratung in Fragen der Mehrsprachigkeit. Genau solche Dinge könnte so ein Sprachenkompetenzzentrum erfüllen. Und das ist, glaube ich, auch ein absolut wichtiger Eckpfeiler für eine Technologieentwicklung, weil die Technologieentwicklung besteht nicht nur darin, dass wir Techniken aufnehmen und anpassen, sondern die müssen auch von kompetenten Händen, sprachlich kompetenten Händen, irgendwo, die müssen da sein im Hintergrund oder auch im Vordergrund, um da mitzuwirken. Ja, vielleicht Bildungsangebote bereitstellen. Ich denke, da ist schon viel gesprochen worden. Deswegen werde ich das nicht lang ausführen. Ich denke nur, unsere Aufgabe, vor der wir stehen, ist eine Kompetenz zu entwickeln im Umgang mit sprachlicher Diversität. Das heißt, es ist notwendig, die bilinguale Schule als eine Schule zu sehen, wo wir ein Kontinuum haben von slowenischsprachig zu deutschsprachig mit allen Nuancen zwischendrin und dass wir eine Didaktik brauchen für sprachlich heterogene Gruppen. Und wir haben nicht nur von Slowenisch zu Deutsch das Kontinuum, sondern wir haben auch eine riesige sprachliche Diversität, weil, und das finde ich sehr positiv, Eltern auch mit anderem sprachlichen Hintergrund die bilingualen Schulen in Kärnten als Schulen sehen, die sprachlich extrem kompetent sind im Bereich Mehrsprachigkeit. Das heißt, wir stehen vor der Aufgabe, die bilinguale Schule zu einer plurilingualen Schule zu entwickeln. Ich komme zu meiner ganz letzten Folie und die betrifft den Ausbau des persönlichen sprachlichen Repertoires. Das sprachliche Repertoire auszubauen in der Minderheitensprache ist eine große persönliche Investition. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe lange Slowenisch gelernt. Die zweisprachig, das ist aber nicht nur ein kognitiver Prozess, sondern auch etwas, das als Mehrwert körperlich und emotional erfahrbar sein muss. Und daher muss ich die Sprache in ihrer Alltagstauglichkeit erleben und mich in ihr wohlfühlen können. Ich muss umgehen können mit Sprachunsicherheit. Ich brauche unbedingt ein Zulassen und Wertschätzen von Umgangssprache, Dialekten, Akzenten, von Switchen anstatt dem Purismus oder der Haltung im Zweifelsfall Deutsch. Das ist erfahrbar sozusagen als ein soziales Kapital. Ich brauche eine Literarität im Hinblick auf Erfordernisse, zum Beispiel in professionellen Zusammenhängen oder auch vor Ämtern oder im Bildungsbereich, wo immer eben diese Standardsprache gefragt ist.
das inkludiert, wie ausgeführt, eine digitale Literarität, erfahrbar als ökonomisches Kapital. Und ich brauche schlussendlich auch einen Raum für sprachliche Kreativität, denn Sprache wirklich aneignen können wir uns nur, wenn Raum ist für kreative, spielerische Aneignung. Und schlussendlich muss man sich in der Sprache wohlfühlen können, um sie wirklich zu sprechen und anzuwenden. Und das ist wiederum erfahrbar als symbolisches Kapital. Und ich möchte damit schließen, dass statt dem Primat der Einsprachigkeiten, und ich sage das bewusst im Plural, wir eine Kultur der Mehrsprachigkeit fördern müssen und damit auch die Minderheitensprachen revitalisieren können. Dankeschön.